So, wir sind jetzt bei Moritz angekommen. Moritz ist auch einer unserer Investoren. Und wir freuen uns, dass wir Moritz dieses große, schöne Paket übergeben dürfen und ihm sagen können, dass wir sehr glücklich sind, dass uns so viele Investoren unterstützen und er unter anderem einer von vielen ist und uns ganz persönlich bei ihm bedanken. Wir sind gespannt, was er uns zu erzählen hat und klingeln. Moritz! Hi, Rebecca! Da seid ihr ja endlich. Warte ich schon den ganzen Tag drauf. Ach Mensch, bist du so aufgeregt? Ja, ich meine, ich freue mich, dass ihr extra persönlich für mich vorbeikommt. Ja, das haben wir gemacht. Du wartest sehnsüchtig auf dein Geschenk. Ja, es steht auf jeden dir Fall auch wirklich zu. Wir wollten uns persönlich bei dir bedanken. Und zwar, dass du in uns investiert hast, in uns vertraust, in unsere Unternehmerschaft, aber auch die Menschen in Afrika unterstützt. Und ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall für dich ein Riesenpaket. Mega, vielen Dank. Ja, gerne. Bin schon gespannt, soll ich sofort auspacken? Africa Green Tech ist natürlich einer der Player, die wirklich Impact kreieren. Also es gibt natürlich viele Unternehmen, die irgendwie sagen, Reduktion des Footprints ist jetzt erstmal so mein oberstes Ziel, irgendwie konform der neuen Regeln sein. Aber wenige gehen so wie ihr quasi den nächsten Schritt und sagen, wir wollen wirklich das Leben der Leute verbessern. Und ja, deswegen, wenn man wirklich ein ernst gemeintes Impact-Investment machen möchte, dann wäre das in erster Linie bei euch. Ja, und hoffe natürlich, dass es da in Zukunft, dass ihr die Leute auch inspiriert und eben noch mehr Unternehmen sich auch trauen, in Regionen zu gehen, wo es eben auch nicht so rosig ist und nicht so stabil ist, wie wir es hier in Deutschland haben. Und da wirklich auch, und das finde ich am besten bei eurem Ansatz, dass ihr so ein Peace-Building-Verfahren habt. Ne? Ich meine, ihr bildet die Basisinfrastruktur, damit die Leute, die dort leben, sich selbst helfen können. Und im Endeffekt stabilisiert ihr dadurch ganze Regionen. Und das finde ich einen super Ansatz.